Wie du dich selbst erfindest, das ist das Thema von unserem neuen Video hier mit der genialen Susanna Belloni, spiritueller Coach und Bloggerin und mir selbst, Martin Zimmermann. Auch genial, Martin, komm jetzt. Genial ist. So, es geht darum, wie sehe ich mich selbst? Es geht um das Selbstbild, es geht aber auch um das Bild, wie passe ich in meine Manifestation, wie passe ich in meine ideale Zukunft? Denn das ist ja die Hauptsache, dass ich mich auch emotionell, energetisch mit dieser die Vorstellung in Verbindung setzen kann. Und dafür habe ich dich wieder hier dabei, Susanna. Danke erstmal, dass du dabei bist. Danke für den Vorschlag vom Thema. War wieder sehr, sehr genial und sehr passend zu der jetzigen Phase, wo sich doch viele noch damit befassen, so was kann ich aus diesem Jahr rausholen? Wie kann ich mich weiterbilden? Wie kann ich mein Geschäft besser entwickeln? Und dann die zentrale Frage eben, wie darf ich dafür sein, damit ich da hinkomme, wo ich wirklich hin will, auch in materieller Sicht, in finanzieller Sicht, in zwischenmenschlicher Sicht. Susanna, kurze Frage gleich zum Einstieg. Wie siehst du dich denn selbst oder was hat durch dich dazu gebracht zu verstehen, dass man auch erst bei sich selbst anfangen darf, bevor man wirklich nur in diese Zielmanifestation geht, wenn was das Äußere betrifft? Naja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, haben mich immer wieder gute Lehrer und Bücher darauf hingewiesen. Ne? Weil man ist automatisch im Außen, man sieht ja aus seinen Augen heraus. Und oft ist es, denkst du dir, ja, da muss ich jetzt den Kunden sehen, den Glücklichen oder die Kohle oder das Auto oder was auch immer man sich wünscht. Ja. Und dann mache ich Visionssuche. Das ist halt meine Methode, meine Visionen zu finden. Und ich sehe nur mich, ja. Und ist ja logisch, weil ich kreiere auch mich selbst. Also das, die Person, die ich gerne sein möchte, ist einfach zentral. Die muss einfach im Mittelpunkt stehen, weil das Außen reflektiert ja nur das, was ich bin im Prinzip. Ja, also ich muss immer bei mir anfangen. Auch ich habe das oder vergesse das manchmal, wenn ich meine Ziele setze oder eben andere Arbeit mache. Das ist einfach so. Wir leben ja für uns primär und erst in zweiter Linie dann auch für andere. Ja. Und da gibt es natürlich verschiedenste Techniken, wie man da hinkommt, weil es ist natürlich schwierig, sich selbst so in der Zukunft zu sehen, so wie man gern sein möchte. Aber ich mache da ganz gern Meditationen, also so geführte Traumreisen. Das funktioniert für mich persönlich sehr gut. Und was ich auch noch jedem empfehlen kann, ist natürlich, sich Vorbilder zu suchen. Und zwar jetzt nicht Vorbilder, wo ich sage, der ist genau so, wie ich sein möchte, sondern so ein bisschen wie beim Buffet. Von dem hätte ich gern das, von dem hätte ich gern das, von dem hätte ich gern das. Und man bastelt sich so quasi, ich sage mal zuerst ein bisschen unscharf, ein Wunschbild von sich zurecht. Und umso mehr man das vor sich hat oder diese Eigenschaften vor sich hat, die Aufmerksamkeit drauf hat, umso mehr entwickelt man sich dahin. Also da darf man schon gern sehr groß sein, weil da steht ja nichts auf dem Spiel, wird ja nichts gemessen, sondern da geht es wirklich nur darum, wo liegt deine Aufmerksamkeit, dort entwickelst du dich hin. Ja. Amen. So ist es. Das kann ich nur unterschreiben und bestätigen. Und du hast es ja schon so gesagt, ich sehe mich nicht als Bastler, ich sehe das mehr als malerische Tätigkeit, dass ich mir so ein Bild mal von dem, wer ich sein will. Und was, du hast ja auch das Thema Ziele angesprochen. Das heißt, die Frage habe ich auch letztens, auf die bin ich gestoßen, ehrlich, mehr an, dass ich mir sie selber gestellt habe. Aber ich finde sie, ich habe sie mit einbezogen in die Fragen, die ich mir jetzt stelle. Ist das Ziel entspricht es denn meinen Werten? Ist es das Ziel mir wert? Das heißt dann, das bringt ja das genau in Zusammenhang, was du gesagt hast. Und es soll ja auch so sein, denn wenn ich ein Ziel wähle, das nicht meinen Werten entspricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erreiche, auch relativ gering. Weil sollte ich noch nicht daran gearbeitet haben, diese gewissen Werte auch zu erarbeiten. Dann geht es ja wieder darum, erfinde dich selbst. Ich sehe das auch so, dass du dir ja jeden Tag deine Identität neu erschaffen. Das sehe ich so. Man darf daran arbeiten. Es dauert eine Zeit lang, bis es soweit ist.
mit diesem, ja, mit dem Aufschreiben, mit dem Malen, wie ich schon gesagt habe, dass man sich das bildlich vorstellt, wer inspiriert mich, welche Personen, von was fühle ich mich oder von wem fühle ich mich fasziniert und angezogen. Und so lässt sich das Ganze dann leichter integrieren, weil, wie du schon vorhin auch zu Anfang gesagt hast, wir können ja auch nur das in anderen Menschen sehen, was wir auch in uns irgendwo tragen. Und daher finde ich das ganz spannend, dass wir aktivieren wollen oder verstärken und wollen, ja, intensiver leben, ja. Genau. Richtig, so ganz genau. Also eine Sache zu den Werten muss ich auch sagen. Ich habe jetzt, ich glaube im letzten Jahr war das so ein Thema bei mir, Moral und Ethik und Werte, das wirklich für mein Leben zu durchdenken. Ich habe dann gemerkt, dass da doch etliche Moralvorstellungen in mir sind, die ich als Werte in mir drinnen hatte, ja, Stichwort Familie, ja, wo ich gemerkt habe, hey, Familie heißt doch nur, dass man zusammenhält, dass es einem gut geht, nicht was auf dem Papier steht oder dass man mit jedem ständig Kontakt haben muss, was auch immer. Da bin ich eben sehr dazu gekommen, aus dem Kopf zu gehen und wirklich in das Gefühl der Liebe reinzugehen und von dort aus diese Sache nochmal zu betrachten. Das klingt jetzt komisch, das ist auch nicht ganz einfach. Ich mach das so ein bisschen wie ein Schauspieler. Ich versuche in die Ruhe zu gehen, das Gefühl zu finden und von dem aus dann diese Frage zu stellen. Ja? Also wie sieht für mich die perfekte harmonische Familie aus? Wie stimmt das für mich? Und dann kriege ich viel bessere Antworten als ja das, wie wir erzogen worden sind. Also da, wir leben ja auch ein bisschen in einem Kuddelmuddel, was Werte angeht. Und das ist nicht so klar. Also da, ich denke, die Arbeit muss jeder für sich machen, dass er das reduziert und wirklich aus seinem Inneren schöpft und merkt, was ist für mich wirklich stimmig. Ja, also gerade Familie heißt für mich oder Business heißt für mich Herzensbusiness. Da bin ich mit Leidenschaft dabei. Da mache ich das, wo ich spüre, das kann ich gut. Ja, und Familie, da muss Harmonie sein und Zusammenhalt und Unterstützung. Ja, ja, so ist es. Und du hast das Thema Business angesprochen und auch was die eigene Einstellung angeht zum Leben und dass ich das mache, was mir Spaß macht. Und da fängt für mich immer damit an, wie stehe ich morgens auf? Ich hatte eine Zeit lang, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass ich große Probleme hatte, überhaupt aus dem Bett zu kommen, weil ich nicht mehr das gemacht habe, was ich machen wollte. Ich war Angestellter, ich habe für eine Firma gearbeitet, ich habe mit Menschen gearbeitet, mit denen ich mich nicht, auch was die Werte betrifft, die nicht übereingestimmt haben. Ja. Was meine Beziehung ich auch. Kenn ich. Angeht. Und dann ist so die Frage, die ich hier auch mitgebe und an unsere Zuschauer hier, an dich, ist, in welcher Schwingung bist du morgens, wenn du aufstehst, in welcher Stimmung auch? Weil du gesagt hast, die Stimmung sollte stimmen, das Gefühl sollte da sein. Wenn ich morgens aufstehe, was habe ich da für Gedanken und was denke ich positiv oder fühle ich mich gut oder eher weniger gut, wenn ich an den Tag denke. Und das Ganze kann man, glaube ich, auch so insoweit planen, diese Gefühle, dass ich schon am Vorabend mir überlege, wie will ich mich denn morgens fühlen? Dann sind wir auch wieder bei der bildlichen Vorstellung, dass wir das alles manifestieren, was wir uns auch bildlich vorstellen können. Und dann sind wir wieder beim Malern und beim Basteln, dass wir sagen, ich bastel mir jetzt den morgigen Tag so. So male ich ihn mir aus und dann geht's auch. Genau. Und ich möchte da ganz kurz mit dem Erfinden auch eine kurze Geschichte mitteilen, auch dir, Susanne, und auch dir als Zuschauer. Ich hatte letztens eine Kundin, am Mittwoch war es, und die hatte mir gesagt, so, ich habe mein Problem mit der Steuer, mit den Steuererklärungen. Ich muss da meine Steuerberaterin anrufen und ich habe Angst davor, dass es nicht klappt. Und so, dann habe ich gesagt, dann stell dir doch einfach vorher vor, wie das, und malst dir aus, wie es ablaufen soll, was du sagst, geh durchs Detail, lauf wirklich dieses Gespräch durch diesen Kontakt und probier schon mal, was passiert. Und stell dir vor, was ist passiert. Sie ruft mich gestern an und sagt, hey Martin, vielen Dank für die Tipps. Das war genial. Die hat sich so gefreut, dass ich sie angerufen habe und dass ich so gut drauf war. Und es war ein super Austausch. Und jetzt habe ich genau das Ergebnis erreicht, was ich bekommen habe. Dann habe ich gesagt, ja, schon. Das werden wir unsere. Und dann hatten wir auch schon mal das Thema, jetzt mache ich einen Schritt zurück, über diese mentalen Fertigkeiten, dass wir zu sehr diese Vorstellungskraft und auch diesen unseren Verstand zu wenig einsetzen, um da wirklich bewusst uns diese Ziele zu erschaffen. Und das geht ja nicht nur im Äußeren, sondern auch im Inneren. Wie fühle ich mich dabei? Wie will ich durch den Tag gehen? Was will ich mit meinem Leben machen? Und du hast es auch gesagt mit den Stärken. Welche Stärken habe ich?
wenn ich sie selber nicht feststellen kann, dann frage ich jemanden, der mich gut kennt und der soll mir sagen, was, wie ich ihn reflektiere, ja, und was er von mir hält. Und dann kann ich ansetzen und sagen, genau die Stärken will ich noch fokussieren und entwickeln, um dann auch dahin zu kommen, was du vorhin gesagt hast mit dem Herzensbusiness, dass wirklich, dass ich in diese Leidenschaft komme, dass ich dahin komme, wo es mir wirklich Spaß macht. Das ist so mein Ansatz dazu. Kleine Ausführung. Ja, ich wollte jetzt zu allem schon wieder was dazu sagen. Da waren so viele tolle Sachen dabei. Aber ich denke, das Um und Auf beim Manifestieren ist die Vorarbeit. Wenn, ich hatte auch diese Situation, lustigerweise diese Woche, und zwar hat mir die Telefongesellschaft, wo, die ich eigentlich schon im Dezember gekündigt habe, ständig neue Rechnungen geschickt. Ich habe schon zweimal beim Kundendienst angerufen und ja, da müssen sie Webformular, also das ist der übliche Kack. Ne? Du hängst endlos am Telefon, dann kann der das nicht lösen, dann sollst du das im Internet Kontaktformular machen. Das funktioniert wieder nicht, musst wieder anrufen. Okay, heute hatte ich das letzte Telefonat und mir hat echt gekraut davor. Ja? Und dann habe ich gedacht, stopp, du weißt doch, wie es geht. Ja? Also jetzt konnte ich mir den Dialog nicht so genau vorstellen. Dieses Scripting, wie man es unter uns Profis nennt. Na, also, aber ich konnte mir jetzt nicht so den Dialog abrufen oder vorstellen, sondern was ich gemacht habe, das ist auch eine Technik, einfach ganz viel Licht drauf schicken. Ja, einfach ganz viel tolle Energie, das wird super, hey, das wird klasse, aber das mache ich nur mental und visuell, einfach bis ich merke, jetzt habe ich nicht mehr so einen Knoten im Magen wegen dem. Ja, das hat mich jetzt echt genervt. Ich weiß nicht, warum ich mir das so zu Herzen genommen habe, es ist eigentlich ein Klacks, aber wie es halt manchmal ist im Leben, ja, dass dann so Kleinigkeiten doch recht belasten können und diese Vorarbeit mental und vor allem emotional, die ist das Um und Auf bei Dingen, die dir unangenehm sind. Wirklich wahr. Also damit kannst du echt alles lösen. Und da gibt es eben verschiedene Techniken. Aber das Wichtige ist, find irgendetwas, was in der Situation jetzt gerade funktioniert und mach die Vorbereitung. Ja, frag dich nicht mehr, was könnte passieren, sondern überleg dir, was möchtest du? Und jetzt, ja, konzentriere dich jetzt mit gedanklich drauf, so gut es geht. Meistens klappt es, manchmal eben halt nicht. Mein Gott, wir werden auch immer besser mit diesen Fähigkeiten. Ja, ja, und das ist ja, wie du jetzt schon so schön gesagt hast, das ist ja auch trainierbar. Also es geht ja nicht von jetzt auf nachher, sondern das ist ja mit dem Üben. Richtig. Wird man immer besser und man darf sich dann auch so sehen wie ein Magnet. Ich sage das immer, du ziehst ja das alles an, was du selbst ausstrahlst, was in dir ist. Und daher, wenn du positiv sagst, bist und wenn du, wie du gesagt hast, Susanna, wenn man Licht reinschickt, auch in andere Personen, in Umstände, dann, ja, dann ist es ja auch das Licht, was aus einem selbst kommt. Und in dem Moment, wenn man es dann nochmal das Ganze ja, verstärkt, dann kommt es ja auch zurück entsprechend. Richtig. Und du kommst wie in eine Aufwärtsspirale damit. Ja, das ist ja das Coole. Ja. Genau. Also das hängt dich, du hast ja dann Freude dran, du weißt, ha, so klappt's. Wirst auch wieder stärker, das Feedback ist positiv, ich konnte heute mein Ding auch lösen, Gott sei Dank, hoffentlich, wenn ich es schriftlich habe, sage ich dir Bescheid. Aber das ist genau diese Vorbereitungsarbeit für Gespräche oder Situationen und genauso machst du es mit dem Selbstbild von dir für die Zukunft. Auch das, Beste, Tollste, Schönste, Größte, was nur geht, ja? Ja. Was nur möglich ist irgendwie. Vieles können wir uns von der Zukunft ja nicht vorstellen. Aber wir wissen einiges aus der Vergangenheit. Wir sehen einiges bei anderen. Und aus diesen Bausteinen kann ich so ein ungefähres Bild von mir erschaffen. Und ich muss es ja nicht mal sehen. Ich muss es vor allem fühlen. Das heißt, egal was es ist, das mich inspiriert und in diese Erfolgsschwingung bringt, in diese Yes, spielerische Leichtigkeit oder dieses Gewinner, ja, oder Siegespose, was auch immer. Egal, was mir im Augenblick gerade hilft, in dieses Erfolgsgefühl hineinzukommen, das brauche ich. Und ein Bild ist praktisch dafür, denn mit Bildern können wir dann diese Emotionen verknüpfen und die können uns so wie eine Gedächtnisstütze, so wie ein ja, Erinnerungszettel dienen. Ja, es ist hinter mir. Warte mal, habe ich auch meinen Erinnerungszettel, so ein Mini-Vision Board. Ein Vision Board, genau. Ja. Das Vision Board, wenn man es anschaut, dann sollte es auch Gefühle erzeugen. Es sollte nicht nur ein Bild sein, sondern es sollte wirklich was machen, auch das sollte man dann spüren innen drin. Sonst, wie du schon gesagt hast, dann bringt es nichts. Und
Ich wollte noch sagen, ja, zum Thema, was wir zu den Beispielen, die wir jetzt genannt haben, was es auch macht als Konsequenz für uns selber, wenn wir verstehen, dass wir bewusst diese Situation erschaffen haben, ist ja, dass wir uns wieder selbst ermächtigt haben, dass wir verstehen, dass wir wirklich diese Kraft, diese Macht in uns haben, diese Umstände zu erschaffen, was dazu führt, dass wir dann auch dadurch gestärkt werden in uns und unser Selbstvertrauen sich dadurch auch steigert. Und wie du auch gesagt hast, wir sind ja immer auch ein Teil, sag ich mal, Opfer unserer Vergangenheit. Es gibt ja, wenn wir Dinge unbewusst abspielen lassen, dann entsteht diese Gefahr, diese Endlosschleife, wenn wir nicht wirklich dazwischen treten und sagen, nein, so will ich es nicht mehr haben in Zukunft. Ich möchte es anders kreieren, dass wir uns sagen, ich kann meine Zukunft ja ständig neu erschaffen. Und ich darf mir aber trotzdem bewusst werden, was in der Vergangenheit passiert ist und dass ich das, wenn auch schlimme Dinge teilweise passiert sind, dass ich zum Beispiel in meiner Scheidung jetzt, dass ich das nicht aus der negativen Sicht sehe oder auch genau, was meine Trennungen angeht, sondern sagt, da war auch Positives dabei, das hat mich stärker gemacht, das hat mich reifer gemacht, ich habe daraus gelernt, ich war ja dafür verantwortlich auch letztlich, weil ich mir dieses geschaffen habe, was in der Vergangenheit passiert ist. Richtig, genau. Ich bin mitverantwortlich und daher kann ich sagen, gut, was jetzt so in dieser Analyse bin ich dann, wo ich dann sagen kann und jedem auch empfehlen kann, so was sind dann die ausschlaggebenden Punkte gewesen, welche Entscheidungen haben dann dazu beigetragen, dass sich diese Situationen überhaupt bewahrheitet haben, dass sie reell geworden sind. Und das kann man immer erkennen. Mhm. Und das gilt ja auch für die Zukunft. Ich meine, wenn ich es früher schon erschaffen habe, dann kann ich meine Zukunft genauso erschaffen. Also das wissen wir aus ganz vielen therapeutischen Disziplinen, aber auch von unseren großen Metaphysikern. Wenn du deine Sicht auf deine Vergangenheit veränderst, veränderst du automatisch deine Zukunft. Ja, eben weil du dein Selbstbild neutralisierst oder verbesserst und energetisch gibt dir das so einen Schwung und so einen Auftrieb, das ist unglaublich. Da gibt es etliche Techniken dafür. Also wer sich noch immer über Dinge ärgert oder traurig ist oder das als Belastung empfindet aus der Vergangenheit, möge sich da ein bisschen informieren. Ich persönlich habe Reinkarnationstherapie sehr lange gemacht, ist nicht jedermanns Sache. Es gibt aber auch andere sehr, sehr gute Techniken. Informiert euch. Man kann, wenn man mit der Vergangenheit Frieden schließt und erkennt, was es einem alles gebracht hat, und wie es einem weitergebracht hat und klüger und reifer gemacht hat, ist es ein Riesenschub nach vorne für die Zukunft, für deine Ziele. Irre. Also das ist ganz gewaltig. Darf man nicht unterschätzen. Genau. Und letztlich geht es ja darum, dass jeder von uns damit in Frieden schließt mit der Vergangenheit und es akzeptiert, so wie es ist. Und daraus gelernt hat und dann die Zukunft eben, wie wir schon jetzt mehrmals gesagt haben, versteht zu sich so auszumalen, wie man es wirklich haben will, im Einklang mit seinen Zielen, mit deinen Zielen, mit euren Zielen. Und da kann eigentlich nichts im Wege stehen. Es geht ja nur dann gehen wir wieder zurück auf die Anziehung, auf das Gesetz der Anziehung, auf die Vibration, dass wir uns in diese Schwingung begeben, wie auch unser Ziel sein will, soll oder ist. Ja. Also viel dran denken, an schöne Dinge. Das Lustige ist, du manifestierst deine Ziele auch dadurch, wenn du jetzt, ich weiß nicht, irgendein tolles Hobby machst, weil du dich selbst auf die gleiche Schwingungsebene hebst, auf diese Erfolg, tralala, ich habe Spaß am Leben, was auch immer, Ebene. Und damit wirst du erst empfänglich für deine Ziele. Also das heißt, alles, was dir Freude macht, was dir gut tut, was dir Spaß macht, was du genießen kannst, das ist auch für deine Business-Ziele extrem hilfreich. Extrem. Also du sollst nicht nur rackern, rackern, rackern und dann 3 Wochen Ferien machen, sondern mach, was du brauchst und hab Spaß, so viel du kannst und arbeite dann auch mit Spaß, wenn möglich, oder nimm dir die Zeit. Man kann sehr viel Vorarbeit machen, um das zu generieren. Aber es geht wirklich um die hohe Frequenz, um den Spaßfaktor, ja. Ich unterrichte Spaß und Egoismus, ich gebe es zu. Ja, da geben wir uns die Hand, Susanna. Und nur aus meiner Erfahrung letzten Sommer war es auch so, dass ich 2 Kunden gewonnen habe, während ich in den Ferien war. Und ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur Spaß gehabt. Ich war mit meiner Tochter unterwegs und dann standen die auf einmal vor der Tür. Und daher, so ist es. Man darf das machen, was Spaß macht. Und ja, dafür
darf man diese Offenheit oder darfst du offen sein? Darfst du diese Herzenergie auch verspüren und versprühen? Denn darauf kommt es ja an, dass wir maximal strahlen. Und das geht halt am besten, wenn wir Dinge tun, die uns am Herzen liegen und dadurch auch Spaß machen. Genau. So wie ein Interview mit dir oder ein Talk. Ja, genieße ich auch jedes, weil ich freue mich schon so. Es ist immer so, weiß nicht, wir haben so tolle Chemie miteinander. Es macht einfach nur Spaß. Ja, genau. So soll es sein. Und ich glaube, so dann haben wir genügend Zeugs heute rausgehauen, genügend Tipps gegeben. Falls noch Fragen sein sollten, da sich auftun, bitte in die Kommentare schreiben. Auch gerne Susannas Kanal abonnieren, liken, meinen auch. Oder einfach nur uns Rückmeldung geben, was du toll gefunden hast an dem Video, was du sonst noch hören willst. Wird uns einfach freuen, auch neuen Input zu bekommen, damit wir Themen haben. Aber die haben wir sowieso, weil wir sind ja kreativ. Uns fällt immer was ein, ja. Das ist unglaublich. Also, Dankeschön, Susanna, für deine Zeit. Danke, Martin. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß bei allem, was ihr tut und besonders beim Malen und Basteln.